Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Bitte. Also ich kann nur sagen, wenn du bist. Wenn man sich besser zu liegt, man, das sind die Tatsachen. Das ist so. Eins, zwei, drei. Ja, 3 Jahre von mir aus. 3 Jahre, bis ich tot umfalle. Dann sage ich endlich. Aber endlich, ja? Was macht denn der da? Hey, hallo! Sind Sie verrückt? Hä? Sind Sie? Ja, Sie! Ist was? Ja, nicht bewegen, nicht bewegen! Da ist überall Sumpf. Mensch, nicht bewegen, nicht! Ich komme! Alles ist auch sowas. Genauso ein Ding. Klatsch, direkt durchs Moor. Ist was? Nicht zu glauben, Mann. Der Dumme von dir ist ja doch wieder richtig. So. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ja, ich komme. Hier, Hand her. Der Kormoran. Hörspiel von Holger Blume. So, nun ganz vorsichtig, ja? Am besten ganz genau dort laufen, wo ich laufe. Ja, gut. So ist richtig. Am besten immer ganz genau in meine Fußstapfen, ja? Ich sag jetzt mal du zu dir. Bist doch noch jung, oder? Mhm. 19. Aha, eben. Wie mein Sohn. Ach. Vorsicht! Ich hab einen Sohn, der ist auch so alt. Das heißt, nee, warte mal, der ist 20. 20? Oder 21. Ha. Das ist ja egal. Jedenfalls jung. Mann, hab ich jetzt nasse Füße. Ja, das kommt davon, ne? Was machst du denn überhaupt hier? Das ist die AV-Gewässer. Ich wollte zu Ihnen. Wie zu mir? Ja. Also, was meinst du denn mit zu mir? Na, Sie sind doch Lothar, oder? Ja, das bin ich. Ja, und ich bin Torben und ich wollte zu Ihnen, weil ich mich interessiere für den Angelsport. Oder andersrum, ich habe einen Tipp bekommen. Wenn du was übers Angeln lernen willst, dann geh zu Lothar, der kann dir alles erklären. Ja, und da bin ich jetzt. Also hier. Genau. Sag wer? Na, ich. Nein, der das sagen darf, einen Tipp. Ach so, das war, der Sigi? Der Sigi? Ja. Der Roman Sigi oder der Henschke Sigi? Roman. Der ist tot. Ah, oh, naja, nee, dann war es, Na, wer? Hm? Na, ein Angler, so ein alter Angler, also so wie Sie, also ein älterer, also, Mittelalter. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Hatte der Sportfreund ein Glasauge? Ein Glasauge? Ja, ja, kann sein. Ja, dann war es der Henschke Sigi. Ah, ja. Ist ja komisch. Ich dachte immer, der kann mich nicht leiden. Halt mal kurz. Und darum kann ich den nämlich auch nicht leiden. Und der hat dich zu mir geschickt? Das kommt mir irgendwie komisch vor. Ja, jetzt nicht direkt geschickt. Also nee, warte mal. So, hier. Naja, soll ich? Nee, das geht schon. Ja, aber ich kann auch was nehmen. Nee, kann ich schon nehmen, schön besser. So, Henschke hat das Auge übrigens beim Angeln eingebüßt. Bloß, dass du mal klar siehst. Das beim Angeln, das Auge? Ja, Hänger, Schilfkante, Sigi zieht wie ein Ochse. Flatscht, der Blinker flatscht zurück. Sowas geht ganz schnell. Das ist ja schrecklich. Mhm, ist tragisch. Ah, nein, das ist eine ganz gefährliche Sportart. Beim Angeln sind jedes Jahr Menschenleben zu beklagen. Sind die Tatsachen. Also ich dachte immer, Angeln, das ist so eher, naja, ich sag mal friedlich, ne? Also so eben. Also bei meinem Großvater hing immer ein Bild im Flur mit einem Chinesen drauf, der angelt. Und das sah immer so aus, als würde der da meditieren. Ja, das ist auch so. Ist so. Ja. Aber nur zur Hälfte. Die andere Hälfte ist knallharter Sport, sind die Tatsachen. Mhm. Und was das mit den Tieren oder wie du sagst betrifft, da kann man auch ganz schnell einen Dachschaden von kriegen. Aber ganz schnell, sieht man ja bei den Chinesen. Da ist ja nun wirklich nicht alles so, dass man sagen könnte, na, nur gerade hier mit der Freiheit und so. Und eigener Meinung, da hängt es ja bei den Hasen. Also. Wie sieht's aus? Darf ich? Was? Na, hier bleiben und so.
mir ein bisschen was abgucken. Ich bin auch leise. Also jetzt pass einmal auf, ja. Prinzipiell ist das ja gut, dass du dich für den Angelsport interessieren tust. Ich meine, andere in deinem Alter interessieren sich für gar nichts. Ja. Haben Flausen im Kopf, hängen in der Küche rum. Also von der Seite her ist das ja schon mal positiv. Ja. Auf der anderen Seite, ich hab's nicht so mit dem Reden. Ich sag immer machen und nicht quatschen. Ne? So, jetzt kannst du mir mal helfen. Pass du mal zu. So. Was ist denn das? Das ist ein Angelzelt. Ein richtiges Zelt? Mhm. Geil. Und vorsichtig ziehen. Vorsichtig. So. Zelle kannst du schon mal ordentlich zusammenlegen und dorthin tun. Hier? Ja, gut, ein bisschen weg, ja. dass nicht gleich einer drauflatscht. So. Achtung. Klasse. Mhm. Für wie ein Schirm. Ja, das ist so eine Art überdimensionaler Schirm. Den klappst du auf. Halt mal kurz. Hast du? Habe ich. So, warte, das ist die Stange. Ja, gib mal die Stange. Yayen steht hier. Ja, das ist indianisch. Also, das kommt aus dem Indianischen, von den Indianern. Holländisches Modell. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, aber guck dir mal hier die zwei Streben an. Siehst du? Ich schraub's die hier oben rein, ganz normal, in die Tüllen. Hier, Rechtsgewinde, so. Achtung. Warten Sie, ich halte. Ja, so. Und jetzt, Achtung, der Erdbohrer hier an der Strebe unten. Ja. Das ist Linksgewinde. Ah. Verstehst du? Ja. Das bedeutet, wenn du es hier in die Erde schraubst... Dann leiert's oben wieder raus. Genau, das ist ganz genau. Das ist doch blöde, oder? Ja, aber man muss doch hier nur... Muss doch nur den Schnapper aufmachen und dann dreht's erstmal durch. Sehr gut. Ja. Ja, aber da muss man erstmal drauf kommen, ne? Also in der Anleitung steht's nicht. So. Also ein Anfang ist gemacht. Ja. Da! Also auf den Stehkopf, das ist nicht mehr der Neueste! Da, was ist denn das da? Ein Haubentaucher. Pass auf, gleich sind sie weg. Das ist ja herrlich, ne? Ah. Pass mal auf so einen See. Da ist ja nur. Also da kann man ja nicht reingucken. Da weiß man ja nicht, was drin ist. Außer jetzt bei dem Haubentaucher da. Aber da ist ja nur kurz da unten, ne? Aber mit einer Angel, da kannst du reingucken in so einen See. Mit einer Angel kannst du quasi das sehen, was du sonst nicht sehen kannst. Das Wort See und das Wort Seele, naja, die haben ja auch denselben Wortstamm. Was für ein Stamm? Wortstamm. Ja, mit Theoretisieren, da kommst du beim Angeln nicht weit. Angeln ist knallharte Praxis. Angeln ist Handwerk und gut. Was hast du denn gelernt? Ich? Ich habe gerade erst mein soziales Jahr fertig. Und jetzt? Ja, jetzt will ich studieren. Und was? Das weiß ich noch nicht genau. Das ist alles klar. Ich hatte mit 19 schon beide Familie und ihr weiß nicht genau. Wieso denn jetzt ihr? Na ja, bei meinem Sohn ist genau das Gleiche. Und was man bei den anderen so hört, das, na ja. Es scheint heute Mode zu sein, nicht zu wissen, was man will. Naja, aber das ist heutzutage auch nicht mehr so einfach. Das war's nie, mein Freund. Nie war's das. Haben alle nicht leicht gehabt. Jede Generation. Ich nehme mal hier den Hocker, ja? Aber mit dem Wetter haben wir doch Glück, oder? Regen wäre mir lieber. Weil bei Regen die Fische besser beißen. Hm? Weil die Fische besser beißen, ja. Und weil bei mir sowieso Land unter ist innerlich jetzt. Nach dem, was ich mir gerade habe in meiner eigenen Küche anhören müssen, erst recht. Riesenprobleme sogar. Das sind die Tatsachen, ja. Familiärer Art? Also die Probleme? Ja, komm, frag nicht. Frag bloß nicht, ja. Jetzt wird geangelt. Leg das mal dahin. Ja. Und das hier, vorsichtig. Ja, ich lehn's hier an, ja. Mhm. Was ist das überhaupt? Ein Klappkescher. Ach so, dann soll ich ihn jetzt aufklappen? Nee. Wenn du den aufklappen tust, dann fängst du nichts. Hä? Aberglaube, ja. Die sind doch alle abergläubig, die Angler. Schlimm. Naja, aber wenn du was an der Angel hast und dann kriegst du den Fisch nicht raus, weil der Kescher nicht aufgeklappt ist, das ist doch auch bescheuert. Ja, du hast ja vollkommen recht, aber so ist das Leben. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was ist? Ich steche ihn hier. Warte. Das geht gleich wieder. Tut Ihnen was weh? Die Pumpe, das Herz. Schmerzen ohne Ende. Das sind die Tatsachen. Soll ich einen Arzt rufen? Nee, Quatsch. Geht gleich wieder. Herzinfarkt, das wär's. Wie jetzt? Einfach tot umfallen, jetzt gleich hier am See. Die Angel steht, das Wasser glatt und dann, bumm, das wäre schön. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst? Tod ernst. Aber Ihre Familie? Ich meine,
Ihr Sohn. Ja, mein Sohn, mein Sohn. Hör bloß auf, du. Rudi! Rudi, hast du gehört? Kannst rauskommen. Vati hat's am Herzen, hat ein kaputtes Herz. Komm, Rudi. Vati ist bald tot, komm. Digga, komm. Wer ist denn jetzt Rudi? Ein Karpfen. Hier in dem See. Der schwimmt hier irgendwo rum. Ein Karpfen. Ein Karpfen, der Rudi heißt. Ist so. Den hatte ich schon mal am Haken. Stücker 20 Jahre her vielleicht. Und Rudi, weil mein Lehrmeister hieß Rudi. Heine Rudi. Ratiobau Sachsenwerk. Alles abgewickelt, die Schweine. Der war damals so fett wie ich heute. Was ist das da? Das hier ist eine Karpfenliege, wenn es mal wieder länger dauert. Soll ich sie aufklappen? Probier's. Klemmen. Halt, nicht so hektisch. Wer hasst das, kommt nicht weit. So, aufschrauben hier und hier. Das ist ein deutsches Modell. Und jetzt versuch's nochmal. Ah, ganz einfach. Sehr gut. Erst grübeln, dann dübeln. Hat mein Vater auch immer gesagt. Und nicht andersrum. Genau, ist meine Rede. Wo kommt denn dein Vater her? Aus Bochum. Aus Bochum? Ja, aus Bochum. Ja, Bochum, das liegt... Ich weiß schon, wo das liegt. Und beruflich? Ah, Unternehmensberatung und so. Soll ich die Liege ins Zelt stellen? Was? Ach so, ja, ja. Unternehmensberater aus Bochum. Ist ja allerhand. Nee, das ist ein ganz normaler Bürojob. Ja, klar. Ne? Taschenrechner und Rotstift. Leute raushauen. Was heißt denn Leute raushauen? Das wissen Sie doch gar nicht. Machen Sie denn immer alles richtig? Also, als Vater zum Beispiel? Was soll denn das heißen? Ich kümmere mich wie... Das gibt's doch nicht. Ich habe den Jungen zum Angeln mitgenommen. Ich habe den vom Kindergarten abgeholt. Ich habe keinen Piep gesagt, dass er in Sport eine 4 auf dem Zeugnis anbrachte. Ich muss mich doch vor dir nicht rechtfertigen. Dann ist doch alles gut. Dann müssen Sie doch auch nicht auf meinem Vater rumhaken. Eine 4 in Sport. Den Vater möchte ich mal sehen, der da... Ach, egal. Ja. Angelt er, dein Vater? Glaub nicht. Musst du doch wissen. Ja, weiß ich aber nicht. Ich dachte immer, ich weiß alles von meinem Vater. Und dann stellt sich raus, dass ich gar nichts wusste. Und da weiß ich eben auch nicht, ob er nun angelt oder ob er nicht angelt. Das ist mir auch relativ egal. Das ist ja gut. Was bist du denn so gereizt? Ich will einmal sagen, gewässermäßig sieht's ja nicht so dolle aus, oder? Ja, keine Ahnung. Ich bin hierher gekommen, da war ich vielleicht 3. Ja, da viel wird da nicht sein. Ihr habt ja alles mit der Autobahn zugeknallt. Das sind ja nur Autobahnen. Da wirst du ja verrückt dort bei euch. Wo sollte da ein anständiges Angelgewässer hinpassen? Genauso wie dein Herr Vater mit dem Rotstift Striche durch die Rechnung zieht, genauso haben die dort Autobahnen durch die Botanik gezogen. Zack, zack, so. Jetzt könnt ihr zwar Auto fahren bei euch da drüben, aber angeln eben nicht. Und da kommt ihr eben her und wollt unseren Fisch. Ach, euren Fisch. Da jetzt ja. Gibt's wohl Ostfisch und unseren Westfisch. Also der eine ist rot und der andere schwarz, oder was? Ach was, das sind doch die Tatsachen. Erst wird hier die ganze Industrie zusammengestrichen und dann... Ich meine, was denkst du denn, wie viele zig Tonnen Satzfisch allein unser Verein jedes Jahr an die Gewässer bringt? Mein Vater angelt doch überhaupt nicht. Der isst doch nicht mal Fisch, der ist Vegetarier. Vegetarier aus Bochum, ja. Ein vegetarischer Unternehmensberater, der hier im Osten alle rausschmeißt und am Ende die Familie im Stich lässt. Ein ganz blödes Schwein. Wie sprichst du denn von deinem Vater, du spinnst wohl? Ja, wer hat denn angefangen? Man merkt gleich, dass du aus dem Westen bist. Anti-autoritäre Erziehung so. Und was kommt raus? Freche, lebensuntüchtige... Unsportliche, nicht angelnde Versager. Ja, du, das finde ich nicht lustig. Gut. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Ja, das ist schon gut. Ich bin doch kein Betonkopf. War ja auch mal jung. Angeln wir jetzt. Deine Eltern sind also geschieden oder so? Ja, vor einem Dreivierteljahr. Möchtest du darüber reden? Nein. Gut. Also, das Angeln. Wir hatten andere. Aha. Gut. Warte mal. Das Angeln in Deutschland beginnt womit? Keine Ahnung. Mit Formular ausfüllen. Genauer Fangbuch. Hier ist es. Hier wird reingeschrieben die Gewässernummer und hier die Anzahl und Art der gefangenen Fische. Und zwar vor Angelantritt. Davor? Das ist doch ein Witz. Ich weiß noch gar nicht, ob und was ich fange. Darum geht es doch nicht. Ordnung muss sein. Datum und Gewässer nochmal hier. Fänge werden nachgetragen. So, weiter geht die Bodenreform. Köderwahl. Wurm, Mais, Made, Weißbrot. Wurm? Wir nehmen Made. Ist doch egal, worauf der Rudi nicht beißt. Da weißt du sowieso nicht. Oh, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Was ist passiert? Die Madenbüchse ist aufgegangen. Hier, ganzen Maden in der Tasche. Frei, jede wie sie will. Das gibt's doch nicht. Was denn? Ekelst du dich? Mhm. Nee, komm, lass mal. Ich sammle die ein.
Ich habe das schon mal erlebt mit den Mahnen im Auto. Ich mache hinten auf, überall Mahnen. Gut, alle eingesammelt, aber eben nicht alle. Jedenfalls 3 Wochen später, die Roswitha saß mit im Auto, da kamen plötzlich aus dem Lüftungsschlitzen vorne gleich 2 fette Brummer. Die hat geschrien, das war herrlich. Das ist Ihre Frau? Ja, das heißt eigentlich meine Ex-Frau. Ja. Aber wir haben nochmal geheiratet, quasi meine Ex-Ex. Ich habe dieselbe Frau 2-mal geheiratet. Dieselbe? Ja. Ja. Guck mal, so eine Made, ja, die ist doch nun taub, ne? Buh. Siehst du? Reagiert nicht. Blind und dumm. Aber einen Überlebenswillen haben die Viecher. Einen Freiheitsdrang. Da haben die doch gemeinsam den Deckel aufgedrückt, ja? Da muss ich an 89 denken. 89? Ach so. Ja. Naja, sie hatten wenigstens eine Revolution. 89, da hatte ich den Rudi das erste Mal am Haken. Mit Made. Also eigentlich Maismade-Kombiköder, ja? Das musst du dir wie ein Schaschlik vorstellen. Maiskorn, Made, Maiskorn, Made, Maiskorn, Made quer. Ja? Sehr fängig. Da konnte er nicht widerstehen. Da musste er ran. Er hat gekämpft. Er machte Fluchten. Wir sagen Fluchten. Unwahrscheinlich. Bis an die Grenzen des Materials. Und darüber hinaus. Abgerissen. Da wäre ich total gern dabei gewesen. Bei diesen Demonstrationen. 100 pro. Du redest wie mein Sohn. Wie mein Sohn. Ne? Sag mal, Vater, alle gehen raus auf die Straße und kämpfen für die Freiheit und so. Und du warst angeln. Und das bringt mich eben auf die alte Theorie, dass Angeln... Das hast du im Blut. Oder du hast es eben nicht. Und der Junge hat es nicht. Das ist mein Eigenfleisch und Blut. Tut mir leid, aber hat es eben nicht. Sind die Tatsachen. Willst ein Bier? Verstehe ich jetzt nicht. Was hat denn das mit der Wende zu tun? Das hat damit zu tun, dass es damit zu tun hat, dass das nicht irgendein Hobby ist oder Zeitvertreib, sondern dass das innen ist und gemacht werden muss. Was muss gemacht werden? Sich drücken? Wenn ich Stress habe, muss ich angeln. Das ist heute so und damals war das genauso. Ich vertrag das nicht, die ganze Menkenke, der eine sagt so, der andere so, dann gibt irgendein Experte was von sich im Fernsehen, kapieren tust es nicht, kannst aber raushören, dass wieder was nicht geklappt hat. Überhaupt die Politik, diese Unterdrückung überall, die Roswitha und der Mirko und diese ganze blöde, naja, dann sind jedenfalls die Tatsachen. Willst du ein Bier? Hm? Nee, Bier schmeckt mir nicht. Aber trotzdem danke. Ey, das ist ja krass. Elektronischer Bissanzeiger. Was für ein Anzeiger? Bissanzeiger, elektronisch. Du kennst wohl gar nichts, hä? Also gucke her. Ich gucke. Okay, da wird ausgeworfen. Die Route liegt hier auf. Die Schnur läuft hier durch und über dieses Rädchen. Ne? Das Schuppenbild nimmt den Köder auf, zieht davon, die Schnur läuft und der Bissanzeiger zeigt hier visuell den Biss an. Ja? Und das Lämpchen hier, aber auch akustisch. Also, dass man es hören kann. So. Ne? Klasse. Meine Rede. Voraussetzung ist natürlich, dass du hier den Rollenbügel offen hast. Ja? Das ist ganz wichtig. Nicht, dass es dir so geht wie dem Herbert neulich. Der legt die Rute aus, Bügel nicht offen. Herbert dreht sich um, macht sich ein Bierchen auf. In dem Moment Anbiss. Und die Rute runter vom Ständer, gerade wie sich der Herbert das Bier in den Hals nimmt. Justament, aber genau justament. Ja. So, nun, mein Herbert ist ja nicht der Hellste. Ehe der kapierend hat, was vor sich geht, war die Angel schon halb im Wasser. Herbert hinterher. Bierchen hat er natürlich nicht losgelassen. Wäre ja noch schöner, ne? Wie ein Tanzbär auf Schmetterlingsjagd. Das ist ja herrlich. Am Ende hat er sich noch den Rutenhalter durch die Wanne gejagt. Das hat bluten wie eine Sau. Ne? Wir haben so gelacht. Ne? Ach nee, herrlich. Aha. Ja. Und das ist eben auch sowas, die Kameradschaft am Wasser, der Zusammenhalt, das sind doch Werte, ne? Warum gehen denn so viele Männer angeln? Vielleicht, weil sie da was finden, was sie zu Hause nicht finden. Weil es da fehlt, ja? Kann ja sein. Kann ja sein. Ja, aber ich reg mich schon wieder auf. Naja, egal. Bin sowieso bald tot. Ich warte auf den Herzinfarkt wie auf den Zartag. Das sind die Tatsachen. Ah, es hat gepiept. Lass es piepen. Da sind kleine Zypriniden wieder gegen die Schnur geschwommen. Was?
Na, Zypriniten, Weißfische, Plötze, Brasse, Uckelei. Und die schwimmen gegen die Schnur und dann piept's? Ja, genau, da reagiert der Bissanzeiger. Der ist ja sehr sensibel, sehr, muss er ja. Anders geht's ja gar nicht. Mein Vater sagt auch mal, bei dir piept's wohl. Also pass mal auf, mein Junge, mit Humor kannst du mich momentan jagen, ja? Aber sowas von jagen? Ja, ist ja gut, ich hab... Nichts ist gut. Ich sitze hier und weiß nicht einer aus. Zu Hause ist es so, dass dazu die Weltpolitik, ja? Ich hab die Schnauze voll. Ich wollte ja gar nicht, es tut mir leid. Ja, ich hab Probleme. Und zwar drei Stück, drei Riesenprobleme. Erstens meine Frau, zweitens mein Sohn und drittens der Kormoran. Der Kormoran? Ja, genau, der Kormoran. Der ist doch ein Vogel oder so. Warum sagst du denn eigentlich immer oder so, hä? Eine Sache ist so, wie sie ist. Ein oder so gibt's da nicht. Ja, ist ja gut. Ich sag ja nur so. Nee, ihr denkt auch so ungenau, so dazwischen irgendwie. So geht das nicht. Ein Vogel ist ein Vogel, ein Fisch ist ein Fisch. Und da gibt's noch Säugetiere. Und Schluss. So, und nun hör zu. Ist sie nicht gut? Na, willst du nur was lernen oder nicht? Das ist der Schrei des Orcas. Aha. Ja, aha. Der Orca ist der natürliche Feind des Kormorans. Also dort, wo er herkommt. Das ist nämlich nicht von hier, ja. Der fühlt sich bloß hier wohl. Ja, und bloß von hier sein und sich hier wohlfühlen, das sind zwei grundverschiedene Sachen, ja. Das wird nämlich sehr gerne vergessen bei der ganzen Diskussion. Sehr gerne. Mhm. Und deshalb schreien sie so. Also hier... Ja, das war schon mal gar nicht schlecht. Das ist fast wie beim Sebrowski, Alfred. Der hat es nämlich am leichtesten. Den haben sie ja den Kehlkopf rausoperiert hier, wegen Rauchen und so. Ich meine, der spricht eh wie ein Orca, ja? Ich sage, Leute, das löst doch das Problem nicht. Wir können doch hier alle rumschreien, wie wir wollen. Die Vögel müssen weg. Das wisst ihr doch genauso gut wie ich. Wir müssen schießen. Die Vögel müssen abgeschossen werden. Und weißt du, was da der Alfred gesagt hat? Also der mit dem ohne Kehlkopf? Ja, ich schätze mal, er hat gesagt, bring das du, alle abknallen. Willst du mich verarschen? Naja, Entschuldigung, man kann doch nicht auf alles schießen, was einem nicht passt. Ist ja wohl ein bisschen blöde. Ja, du bist auch so einer, ja? Ist alles klar. Ja? Flausen, Ansprüche. Du würdest dich mit meinem Sohn gut verstehen. Was hat er denn nun gesagt? Er hat gesagt, sag das mal deinem feinen Herrn Sohn. Was hat denn das mit Mirko zu tun? Ja, genau, das habe ich auch gefragt. Genau das. Woher weißt du denn, dass mein Sohn Mirko heißt? Das haben sie doch vorhin gesagt, oder? Oder so? Nicht, dass ich wüsste. Naja, was war denn nun im Verein? Ja, komm, hetz mich nicht. Ja? Also, Alfred, na, wer ist denn beim NABU? Ich sage, na, entschuldige mal, Alfred, das ist doch nur, ich meine, mir passt das auch nicht, dass der da mit den Spinnern dort Kontakt hat. Aber er macht dort sein Praktikum und gut. Soll er sich in Afghanistan die Hufe wegschießen lassen, oder was? Wie viele Söhne hast du denn? Der hat zwei Töchter. Hm? Alfred, wenn es um die Kinder geht, die Rute flach, aber flach, der, hm? Und was hat das überhaupt mit dem Kormoran zu tun? Ne? Schweigen, Stille. Irgendwie so eine ganz unaufrichtige Atmosphäre. Ich sage, Leute, habt ihr mir etwas zu sagen? Manfred, Jochen, hm? Nichts, Gedruckse. Und das hat mich dann schon sehr gekränkt. Weil das in der Politik gelogen wird. Gut, ja, ist so. Dass in der Familie gelogen wird. Aber im Verein, unter Anglern. Ja, was bleibt denn dann noch? Wollen wir nicht mal nachschauen? Ich meine, vielleicht hat ja doch einer angebissen. Nein, lass es sein. Ach, komm. Also ich, Heim, Küche, da sitzt die Roswitha. Und der Mirko, dick geworden, die Roswitha. Wirklich, also erst so in den letzten 2-3 Jahren. Gut, sie ist ein Typ, dem das mollige Stehen tut. So ist es nicht, aber man kann es auch übertreiben. Also Küche, Roswitha und der Lulatsch. Der ist 1,90, den müsstest du mal sehen. Roswitha, Lothar, setz dich. Der Junge hat dir was zu sagen. Ich setze mich. Roswitha, und jetzt beginne nicht gleich wieder unsachlich zu reden und brüll nicht rum. Ich bin ein ruhiger Patron, aber da musste ich dann doch mal was sagen. Emanzipation und so, Mitsprache bitte gern, aber auf dem Teppich bleiben. Ich sage, was heißt denn hier rumbrüllen und unsachlich und so? Ich habe dem Jungen seit er 3 Jahre alt ist gepredigt, wenn irgendwas ist, egal was, mit deinem Vater kannst du reden. Deinem Vater kannst du alles sagen. Das sind meine Worte. Der Mirko macht den Mund auf und sagt, siehst du Mutter, wie ich dir gesagt habe, sinnlos, mit dem kann man nicht reden. Ich muss mal ein bisschen anfüttern, sonst wird ja nichts. Was hat Mirko denn nun gesagt? Also, ich meine, ihr Sohn. Also, was hat er gesagt vorhin in der Küche? Warte, ich bin schon dabei.
Also jetzt hat nämlich was passiert, das war irgendwie, muss ich sagen, das hat mich verblüfft. Und zwar fingen die beiden an, ja, der Mirko und die Roswitha, sich über mich zu unterhalten, ja. Aber so, als wäre ich gar nicht da, also weg. Oder als wäre ich hier ein Gegenstand. Lass doch mal, für den Vati ist es auch nicht leicht. Nee, hat doch keinen Sinn, der wird sich nie ändern. Aber ich bin auch noch da. Naja, das habe ich mir eine Weile angehört. Und dann sah ich mich doch gezwungen, mal laut zu werden. Ich sagte, Leute, wenn ihr hier mit mir was zu klären habt, ja, dann offen und ehrlich und vor allem gleich. Ich habe nämlich Hunger. Wenn nicht, dann habe ich was zu klären. Na gut. Dass euer feiner Verein NABU unseren Verein verklagen will, weil der Manfred angeblich am 4. April zwei Vergrämungsschüsse auf die Komoran-Kolonie an der Röder in Höhe Autobahnbrücke abgegeben hat, die A, angeblich nicht genehmigt waren, ja, und bei denen B, zwei der Vögel durch Schreck, also vermutlich Herzinfarkt, zu Tode gekommen sind. Ich höre, so, Stille. Und dann sagt Roswitha, los, sag's ihm. Ja, und dann hat er es mir gesagt. Ich kann es dir aber nicht sagen. Ich krieg's nicht über die Lippen. Ich glaub's auch gar nicht. Nee. Hol mal die Angel rein. Ich? Ja, warum denn nicht? So, Bügel umklappen, ja, so. Und Kurbel, nicht so schnell. Ach. Ich glaube, der Wurm ist ertrunken. Made, eine Made war das. Ja. Naja, aber die reizt keinen mehr. Rudi schon gar nicht. Mein Vater, der ist einfach weg. Der hat nichts gesagt. Hat nicht gesagt, warum oder wohin. Na, vielleicht hat er sich gekonnt. Oder war einfach stumm, innerlich meine ich. Ne? Wie das so ist im Leben, weil... Hm. So, Schluss jetzt. Komm, weiter. Karpfen vom Kaliber wie Rudi fängt man nicht mit Wurm. Da gibt's noch eins. Haarmontage mit Boili. Boili? Ja, Boili. Boili. Ja, das ist eine Teigkugel. Das ist eine Mischung geheim. Das Boili wird auf ein Haar gezogen. Also manche nehmen tatsächlich Rosshaar. Ich habe hier welches von der Roswitha. Mhm. 0,10er Schnur geht auch. Aber das wird hier draufgezogen und dann am Hakenschaft angebunden. So, der Haken selbst bleibt... So. Aber, das ist doch ganz sinnlos, wenn der Haken frei bleibt. Ruhe, Gucke und lerne. Du bist jetzt mal der Fisch. Ja, du schwimmst durch den Teich. Weil du aber so groß und so fett bist, hast du immer Hunger. Hab ich übrigens wirklich. Nur dann trinken wir? Nee, danke. Also Fische sind ja anders als Menschen. Fische wachsen ja ihr Leben lang. Ja? Gut, okay. Also ich bin der Fisch. Ja. Ich wachse. Mhm. Ich bin fett. Ich schwimme, aber sehr geschmeidig. Ja, von mir aus. Also plötzlich plumpst es und das Boili fällt in den Teich. Ne? Du spürst, irgendwas stimmt hier nicht, aber das Boili duftet wie ein frisches Brot. Ja? Du weißt, das Vernünftigste wäre jetzt nichts zu tun und wegzuschwimmen. Du weißt aber auch, dass es Wahnsinn wäre, immer noch der Vernunft zu leben. Ja, das sehe ich genauso. Siehst du schiebst dein Rüsselmaul vor, so... Was machst du denn da? Na, ich schieb mein Rüsselmaul vor. Komm her, wenn das einer sieht, Mensch, die bringen uns nach Arnsdorf. Hm. Also, nur mal kosten, denkst du? Nimmst das Boili auf, spürst den herrlichen Geschmack und... Hä? Ja, und, ne? Und? Und spuck es wieder aus? Ja, und das ist der Fehler. Das hättest du nicht tun sollen. Durch das Ausspucken schlägt dir der Haken in die Lippe und zwar von außen, meistens in die untere. Nee. Ja, doch. Verstehst du? Das, was du wolltest, dass es nicht passiert, das passiert, weil du es vermeiden wolltest. Würde der Karpfen einfach nur das Maul zumachen und abdrehen, täte das Haar reißen und gut wär's. Macht er aber nicht. Ist er zu vorsichtig. Ja, sein Pech. Was hat er denn nun gesagt? Wer? Ihr Sohn. Also vorhin in der Küche. Ach, irgendwelchen Quatsch. Er hat mal wieder so seine Phase, das hat er von seiner Mutter. Rosi hat auch alle Pupse lang den moralischen. Mal will sie sich scheiden lassen, mal will sie für die dritte Welt spenden, ach, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Naja, aber vorhin haben sie noch gesagt... Was? Weiß ich nicht mehr genau, aber hier mit dem, mit deinem Vater kannst du über alles reden und so. Ja, und so, und so, und so.
Es wird geangelt. Boilie-Angriff kommt jetzt aus allen Rohren. Los, Achtung. So. Und jetzt? Na, ich sagte, jetzt wird geangelt. Und das heißt? Warten. Warten? Ja, warten. Warten. Hast du eine Freundin? Sowas Ähnliches. Ja, was soll denn das sein, sowas Ähnliches? Warum haben Sie Ihre Frau zweimal geheiratet? Aus Liebe. Ah. Und warum haben Sie sich scheiden lassen? Auch aus Liebe. Wohnst du noch bei deiner Mutter? Mm-mm. Bin ausgezogen, weil... Naja, ich bin eben ausgezogen. Du vermisst deinen Vater. Ja und nein. Ja, immerhin, der Vater ist der Vater, ne? Bestimmte Normen und ich sag mal, Erfahrungen, die kriegt man ja von seinem Vater. Von der Mutter auch, so ist es nicht, aber der Vater ist wichtig. Was will man denn als Vater? Das würde mich mal interessieren. Dass der Junge glücklich wird und anerkannt. Na dann, ist doch gut. Ja, bloß als Erwachsener weiß man, dass Wünsche und Flausen und Glück nicht das Gleiche sind. Verstehst du das? Manchmal ist es so, dass ich in meinen Gedanken selber gar nicht vorkomme. Was soll das heißen, ne? Da! Da ist er wieder! Komm! Und noch einer! Das interessiert den gar nicht. Das geht vollkommen an ihm vorbei. Siehst du das? Ja, ich sehe sie. Das sind doch schöne Vögel. Was? Ich weiß nicht, ob dir die Größe des Problems bewusst ist. Wahrscheinlich nicht. Wir hatten 1970 10.000 Kormorane in Europa. Heute 2 Millionen. In vielen Seen Sachsens gibt es nur noch ganz kleine Fische und ganz große. Die ganze mittlere Population ist weg. Die ganze Mittelschicht fort. Weggefressen, vernichtet. Die Vögel kommen zu dritt oder zu viert oder zu zwanzigst. Das müsstest du mal sehen. Die formieren sich und dann... Wie die deutschen Stuckers über Danzig. Exakt, aber ganz exakt zur gleichen Zeit. Rein in den See und dann... Nichts. Hm? Still ruht der See. Aber unter der Oberfläche, das ist so ein Gemetzel, das totale Gemetzel. Manchmal sind sie 5 Minuten weg und dann an einer ganz anderen Stelle... Und sind sie wieder da. Schwarz, böse und bis zum Kopf voll mit Fisch. Ja, da sind sie wieder. Wo? Na, dort. Sieh dir das an. Sieh dir die Tatsachen an. Ja, da sind sie wieder, alle drei. Na, genau. Der eine hat einen Fisch, der andere hat einen Fisch und der dritte, nee, der hat keinen. Doch, der hat doch einen. Ja, ja. Nur ich fange nichts. Ja, aber die müssen doch auch was fressen. Ja. Sollen sie doch dort fressen, wo sie herkommen. In Togo oder in Guadeloupe oder was der Geier. Guck, der kriegt den Fisch gar nicht runter. Guck dir das an, du. Ersticken sollst du, du. So, und dieses Vieh, ja, diese Kreatur, diese apokalyptische Plage, dort hat nun der Naturschutzverband zum Vogel des Jahres 2010 erklärt. Ja, das ist nun das, was es ist. Mein Sohn mittendrin. Schönen Dank auch. Aber schönen Dank. Ja, aber ich verstehe jetzt bloß nicht, warum Sie sich so ärgern. Also, ich meine, dass sich Ihr Sohn für den Naturschutz interessiert, das ist doch schön. Ja, der soll sich mal lieber für seine eigenen Belange einsetzen. Das wäre mal ein Beitrag. Der Mirko. Erst hat er einnässen. Gut, da war noch klein. Dann war er ein Punker. Dann plötzlich wollte er eine Band aufmachen. Da war tagelang Lärm in der Garage. Dann flog er aus der Lehre raus. Ich meine, man muss doch auch mal aus dem Knick kommen. Und nicht beim kleinsten Problem, dass das auftaucht, sich bei der Mutti in der Küche setzen und die Schultern hängen lassen. Ja. Er hat gesagt, dass er schwul ist. Oh. Das hat er Ihnen jetzt... Ja, er hat gesagt, ich mach's kurz, Papa. Ich habe einen Freund und ich bin schwul. Vorhin am Küchentisch. Das Letzte, woran ich mich noch erinnern kann, ist der Blick von Roswitha. Dann bin ich raus. Raus, rein in die Garage, Angeln geschnappt und her. Mann, ich muss Ihnen auch was sagen. Was? Naja, also eigentlich ist es so, dass ich jetzt... Anbiss, los, Rute hoch, Bügel rum. So, anschlagen. Ich? Ja, red, mach doch rechts. Ja, aber da zieht was zurück. Vorsichtig. Ja. Mit einholen, kurbeln. Ich kurbel doch. Ja, andere Richtung, also. Mensch, ab. Ja, okay, jetzt ist er weg. Mensch. Passiert. Ich hatte einen echten Fisch dran. Krass. Oh, Mann, ey, so eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Doch, die kommt. Ja?
So, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, nichts. Ich würde gerne meinen Vater anrufen und ich würde sagen, Papa, ich habe gerade einen Fisch gefangen und getötet, du Vegetarier. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Als wir uns kennenlernten damals, die Roswitha und ich, da habe ich sie mal mit zum Angeln genommen. Wie es der Teufel will, hatte ich doch gleich mit dem ersten Wurf ein Hecht dran. Gleich der erste Wurf. Heinz Blinker, Schilfkante, Rums, 73er Hecht, schönes Tier. Aha. Ja, und wie ich den Fisch abstechen will, wie sie es gehört, so gucke ich hoch. Ja, und dann sehe ich die Augen von der Roswitha. Ja, so hat die mich vorhin am Küchentisch auch angeguckt. So, als könnte ich was dafür, ne? Ich. Weinen Sie? Nee. Ja, ich könnte es. Was habe ich bloß falsch gemacht? Oh, diese blöden Kyriniden. Zypriniden. Zypriniden. Ja. Hm. Wir haben einen im Verband, Professor Mayvogt. Der ist so, so ein richtiger Bücherleser, so Weißweintrinker, Brille. Hm. Jedenfalls, einmal standen wir am Wasser, 3-4 Mann, beißen tat's nicht, standen so zusammen, Flasche Bier dazu, und plötzlich flogen 3 Schwäne über den See, so ganz niedrig. Und tat sich direkt wundern, dass sie nicht das Wasser streiften. Mhm. So stille, ne? Alle guckten. Schön. Und plötzlich sagt Mayvogt, das Jetzt verschwindet im Dunkel des gelebten Augenblicks. Hä? Satz habe ich bis heute nicht kapiert, aber der geht mir irgendwie dauernd durch den Kopf. Ja. Naja, vielleicht gerade deswegen. Meine Mama sagt, nicht vergessen heißt nicht verarbeiten. Ja. Naja, also, mit dem Philosophischen, da sind sie ja heute weit, weit. Plus in der Familie, das ist nach wie vor irgendwie unklar. Roswitha, ja? Das ist Rosi. Hm. Ja, ich bin ruhig, Rosi. Rosi, ich weiß, dass es auch für dich nicht einfach ist, aber für mich ist das noch schwerer, weil ich bin der Vater. Ja? Ja, was heißt denn hier heutzutage und Vorurteile? Hast du dir mal überlegt, wie ich da stehe, zum Beispiel im Verein? Ja, der Sohn des stellvertretenden Vorsitzenden ist ein homosexueller Komoranfreund. Ja, ich bin ein Faschist, das hast du schon mal zu mir gesagt. Ja, aber jetzt reden wir mal nicht über den Faschismus, jetzt reden wir mal über uns, Rosi. In meinem Leben gibt es nur 2 Sachen, die wichtig sind. Das Angeln und du. Ja, ist so. Hab ich dir jemals was abgeschlagen? Du wolltest ein Kind, du hast eins bekommen. Du wolltest die Scheidung, ich habe ja gesagt. Ja, ich weiß, erst nicht, aber dann doch, ja. Und dann hast du gesagt, du, Lothar, wir sind jetzt 10 Jahre geschieden, rufen aber fast jeden Tag an, treffen uns einmal die Woche hier wegen Körperkontakt und so. Und da können wir doch wieder heiraten, ne? Da habe ich dich umarmt, ja. Das sind die Tatsachen, ja. Was das mit dem Jungen zu tun hat? Mit dem Jungen hat das insofern mal was zu tun, als dass es jetzt mal nicht nur um den Jungen geht. Jetzt geht es mal zur Abwechslung auch um mich. Und wenn ich sehe, wie der Riesenzäbel bei uns in der Küche sitzt, du servierst ihm Pudding und schreist ihm übers Haar, dann frag ich mich, mit wem ist denn die eigentlich verheiratet? Mit dir oder mit dem, ja? Ja? Nein, nicht Schuld, aber Teilschuld. Ja, Teilschuld hast du. Na, ist so. Ich will einen Enkel. Was? Ich? Ach, ich im Leben nicht ihn anrufen. Im Leben nicht. Und was bitte soll ich ihm sagen? Hör mal, Mirko, wenn du so bist, macht nichts. Ich bin trotzdem dein Vater, ne? Ich bin stolz auf dich oder wie oder was? Nee, das fällt aus. Aber definitiv. Rosi, nun heul doch nicht. Aufgelegt. Das ist typisch. Ja, typisch. Wenn die Argumente ausgehen, wird das mal eine Runde geheult. Weißt du, wie mich die eigene Frau genannt hat? Die eigene Frau? Faschist. Faschist? Faschist. Als sie jung war, die Rosi, da war die so schön, das hat mir regelrecht körperliche Schmerzen bereitet, da hinzugucken. Das sind die Tatsachen. Also, waren sie. Hast du eine Freundin?
Jetzt sagen Sie mal... Ah ja, hatte ich schon gefragt. Ja. Klar. Faschist. Glaubt man sowas? Das muss ich mal dem Verein erzählen. Hallo Leute, wisst ihr schon das Neueste? Wir sind alles Faschisten. Wir sind judenfeindlich, wir haben was gegen Schwule, geben uns als Naturfreunde aus, vergraben aber das Altöl im Garten. Ist so. Ja, ist ja wirklich so. Nee, so ist es nicht. Oder doch? Nein, natürlich gibt's auch bei uns ein paar Sportfreunde, wo man sagen muss, oh, das ist eine Randgruppe. Also sie regen sich über ihren Sohn auf, sie regen sich über ihre Frau auf, sie regen sich über den Naturschutzbund auf, aber... Naja, bloß, also der Naturschutzbund und ihr Angelverein, die müssten doch nun wirklich das Gleiche wollen. Die müssten doch an einem Strang ziehen. Ja, tun sie auch. Nur an verschiedenen Enden. Also der Angler will, dass das alles lebt. Ja? Der Naturschützer will, dass das alles geschützt wird. Er vergisst aber dabei, dass der Mensch in seiner führenden Rolle als Homo sapiens nun schon seit ein paar hundert Jahren in der Natur herumgerührt hat. Das kann man jetzt nicht einfach wieder sich selbst überlassen. Da muss es eine Kraft geben, die sagt, du ja... Und du nicht, ist so. Ihre Frau hat also recht. Das hat doch mit dem Faschismus überhaupt nichts zu tun. Ja. Bei dir im Garten machst du es doch auch so. So Rasen, ja, Quecke, nein. Butterblume, ja gut, mit rüber, Vogelmiere, Bunsenbrenner. Bei meiner Oma im Garten, ja, da konnte alles wachsen. Da konnte alles wachsen, wie es wollte. In Bochum, schätze ich mal. Nee, ja. In der Nähe, in Hamm. Ist auch egal, aber wirklich alles, Blumen, Gemüse, Kräuter, das roch so herrlich. Das war, Oma roch sogar so. Ja, die Oma riecht nach Garten und ansonsten Kraut und Rüben. Aha. Ach. Ja. Das ist dann Naturschutz, ja, alles klar, ja. Alles klar. 400 Wolfsrudel haben die ausgerechnet. Für 400 Wolfsrudel wäre Platz in Deutschland, ja. Für alle ist Platz, für die Wölfe, für die Kormorane. Nur unser Eins kommt nicht in die eigene Küche, weil dort der sexuell verirrte Sohn und die fette Frau sitzt. Na, ich gehe. Was heißt denn hier, ich gehe? Du kannst doch jetzt nicht einfach so gehen. Ja, doch, ich dachte, ich erfahre ja was über Sie, also über das Angeln, ja? Aber nee, das ist Selbstmitleid, Selbstmitleid, Selbstmitleid. Ja, dann geh doch. Na, nicht dort lang. Pass auf. Ah. Ah. Oh, Mist. Oh. Ja, das tut rauskommen, wenn man sich zu sehr auf die Fehler der anderen konzentriert. Ich stecke fest. Na, nicht bewegen, komm. Ja, wie denn? Vorsichtig, komm, gib mir hier die Hand, gib mir her. Ja. Ja. Achtung. Ja. Ah. Na komm, so. Danke. Ja, war schon fast wieder trocken, ne? Der Latsch da unten, ne? So, komm mal her, mein Junge. Du, mit der Oma in Hamm, ne? Wir haben noch was vor. Du willst doch was übers Angeln wissen. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Rudi? Rudi! Ja, dies hier? Was ist das? Das ist ein Boili. Jeder Angler dreht seine Boili selbst. Jeder hat sein Geheimrezept. Und nun, Rudi, Fass. Rudi, ich habe nie aufgehört, diesen Fisch zu verfolgen. Der schwimmt sogar in meinen Träumen. Ich habe mehr Zeit auf diesen fetten, schwarzen Karpfen verwendet, als auf mein Kind. Hm. Aber jetzt ist Schluss. Beißen Sie jetzt. Oh. Na? Das Gewitter. Ja. Vor einem Gewitter beißen die Fische am besten. Aber gefährlich. Hier, Kohlefaser, der Angel. Ne? Das ist wie ein Blitzableiter. Angler werden ja regelmäßig vom Blitz erschlagen. Regelmäßig. Eine ganz gefährliche Sportart. Manche hängen sich auf, andere saufen sich tot und den Rest erschlägt der Blitz. Das sind die Tatsachen. Naja, wäre es dann nicht besser, wir machen uns lieber schnell vom Acker? Ganz im Gegenteil. Ehrlich gesagt, ich warte darauf, dass mich der Blitz erschlägt. Ich warte darauf. Wenn es geklingelt hätte und die Polizei hätte da gestanden und gesagt, ihr Sohn hatte einen Unfall, ihr Sohn ist... Das wäre leichter für mich gewesen als... Papa, ich bin... Also, Moment, das ist doch jetzt wohl nicht Ihr Ernst, das ist doch jetzt nicht wahr. Das Schlimmste ist, man findet nirgendwo Anteilnahme, nirgendwo. Das Herz ist mir so schwer wie Blei. Ich würde es am liebsten aus der Brust reißen und wegschmeißen oder auf den Haken spießen und als Köder rauswerfen. Aber Anteilnahme, Fehlanzeige. Ja, aber Sie haben doch Ihren Verein. Das haben Sie doch gesagt. Hier, das Gemeinschaftsgefühl am Wasser. Ach, der Verein. Mensch, geh mal in den Verein. Geh mal hin und sage, hör zu, Folgendes, mein Kind ist homosexuell. Und sage, geh mal hin und sage, dass dein Kind Drogen nimmt. Geh hin und sage, dass deine Frau sich vor dir ekelt. Und dass, wenn die Nachbarin die Treppe hochkommt, dass du da Gedanken hast, die du deinen Kindern verbieten täst. Ja? Geh nur hin, ich bitte dich darum. Jetzt regen Sie sich nicht auf, ja? Denken Sie an Ihr Herz. Aber mein Herz kann mir nicht stohlen bleiben. Faschist. Ja, klar. Klar bin ich ein Faschist. Aber warum? Warum? Warum?
Ja. Warum? Das kann ich dir ganz genau sagen. Ja. Ganz genau. Aus Angst. Das sind die Tatsachen. Wenn ich die Roswitha wäre oder ich wäre der Mirko oder hier, du, hier zum Beispiel. Ihr habt doch immer tief in euch drin das Gefühl, egal was kommt, der Alte wird es schon irgendwie richten, ja? Aber wenn du der bist, die ganze Verantwortung. Ja, nur Furcht und Fragen hier drin. Furcht und Fragen, das sind doch die Tatsachen. Und Angst macht eng. Ja, die macht eng im Herzen und im Kopf. Das sind die Tatsachen, nur das. Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal ein Bier. Nimm's dir raus, ja? Danke. So. Und jetzt kommen wir mal zum Kormoran. Zig Tonnen Satzfisch bringt der Verband in die Gewässer, jedes Jahr. Zig Tonnen, ja? Aber eben nur kleine, weil sie billig sind. Große sind zu teuer. Ja, und seitdem ist auch der Kormoran da. Man kann dem doch nicht vorwerfen, dass er leben will. Das will ja jeder, ja? Man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Ist ja auch jeder. Hm? Das sind die Tatsachen. Ne? Ja, jetzt fängt es an zu ringen. Ja. Komm hier rein. Was hast du auf Hunger? Mensch. Ja. Na, geht doch. Hält doch dicht. Oh. Wäre es nicht das Beste, Sie reden einfach mal mit Mirko? Worüber? Na, so über alles. Das kann ich nicht. Aber mir haben Sie es doch auch erzählt. Dich kenne ich auch nicht. Du bist ja ein Fremder. Wo bleibt denn da die Logik? Ich weiß der Teufel, wo die bleibt. Aber das sind die Tatsachen. Oh, das wird das jetzt direkt über uns, oder? Als der klein war, der Mirko, der hat da immer eingenässt, ja. So, also Roswitha war im Krankenhaus wegen Dornwarzen an den Füßen. So, und dann habe ich das so gemacht, immer wenn der eingenässt hatte, dann habe ich den rausgenommen und kalt abgeduscht. Ja, das ging 3 Tage und da war das Kind trocken. Kannst du mir mal erklären, warum ich das gemacht habe? Bei einem 3-jährigen Kind, ne? Kannst du mir das sagen? Nee. Ist das Rudi? Weiß ich überhaupt nicht, ob der noch lebt. Früher habe ich seine Anwesenheit gespürt, jetzt spüre ich nichts mehr. Gar nichts. Naja. Wir angeln den Fisch, aber es kommt der Tag, an dem angelt der Fisch uns. Wo wollen Sie denn hin? Lothar, bleiben Sie hier, Sie werden noch ganz nass. Das ist direkt über uns, direkt über uns. Jetzt nehmen Sie die Angel runter, das ist gefährlich. Rudi, warum hast du mich verlassen? Nein, Lothar! Lothar! So ein Mist! Lothar? Rudi! Ach, Rudi. Hä? Alt bist du geworden. Atmen Sie? Oh Gott, was mache ich jetzt? Lothar, komm. Schwimm zu mir. Lothar! Lothar, machen Sie die Augen auf. Rudi, das Herz tut mir so weh. Warum nur? Warum? Weil es kalt ist und aus Stein. Wird drum bald gebrochen sein. Komm. Ich krieg keine Luft, Rudi. Lothar, hören Sie mich? Komm zu mir. Ein Arzt. Wir schwimmen zum Grund. Ich brauche einen Arzt. Zum Grund. Hilfe! Hilfe! Ich habe solche Angst, Rudi, solche Angst. Hilfe! Zum Grund. Du hast deinen Wunsch frei, Lothar, im Grund. Rudi, nicht! Dunkel ist der Grund. Lass! Still und weich. Weich wie eine Frau ist der Grund. Lass mich! Ein Wunsch. Ein Wunsch. Lothar, in dir... Ja? Mirko. Mirko, dein Vater ist... Ja, ich weiß, dass du es ihm gesagt hast. Jetzt hör mir mal zu. Er ist... Das Gewitter, also hier war ein Blitz. Jetzt hör doch mal zu. Ich bin hier, weil... Ich
Ich wollte mit ihm reden. Ja, über dich. Über uns. Also, das ist doch jetzt... Mirko, warte, er kommt zu sich. Ja, ja, mach ich. Warte. Hier. Das ist Mirko. Mirko? Ja, Gewitter, ja. Ein bisschen Regen, das ist schon vorbei. Es ist nichts passiert. Es ist alles in Ordnung. Das musst du nicht. Nein, hör mal, nein, Fische gibt's nicht. Nein. Also hör mal, wegen vorhin in der Küche und so. Was du gesagt hast, das ist so... Also meine Meinung ist, dass in diesem Falle meine Meinung nicht zählt. Ne? Dementsprechend... Ja, genau. Ich komme jetzt nach Hause. Ach, Mirko, frag mal die Mutti, ob sie die Möglichkeit sieht hier für Buletten. Ja? Ja, gut, ja. Komm, hör jetzt auf. Handy ist teuer, ja? Genau, tschüss. Sie haben mich so erschreckt. Ich wäre fast gestorben. Ja, ich auch. Das war der Mirko. Hat sich Sorgen gemacht. Naja. Das kann er ruhig auch mal. Muss ja nicht immer alles ich machen, ne? Ich muss ihm was sagen. Ja, dann sag's doch endlich. Ich bin's. Also ich meine, der Freund von dem ihr Sohn ihn, also der, das bin ich. Der Schwule? Ja, genau der. Sind Sie überrascht? Ich bin eher überrascht, dass ich nicht überrascht bin. Zypriniden? Nee, das sind keine Kleinfische. Komm, los, ran. Ja? Worauf wartest du denn? Los, ran an die Angel. Bügel zu. Aber, ne? So, anschauen. Was denn jetzt? Das ist Rudi. Gib die Angel her. Klapp den Kescher auf. Ja? Um Himmels Willen, die Kescher auf. Los. Ja. Halt mal. Komm. Oh. Hältst du? Ja. So, ja. Rudi, mein Schöner. Ja. Das ist ja. Der ist ja so groß wie kleine Schwein. Ja. Rudi. Ach, das glaube ich nicht. Oh. Komm her. Ja. So ein schönes. Guck mal her, mein Kind. Oh. Ja. Ach, oh. Was machen Sie mit dem? Der wird präpariert. Das ist der Fisch meines Lebens. Der kommt an die Wand. Nein. Na, die Wein, die dem Herbert kann ich Ihnen gar nicht zeigen. Der hat einen Herzfehler, der fällt tot um. Lassen Sie ihn frei. Was? Lassen Sie ihn frei. Ich soll ihn freilassen, ne? Warum denn das? Damit er leben kann. Ja, aber das ist doch, das all die Jahre, das geht doch nicht. Doch, das geht. Hier halt mal die Angel. So, warte. Ja? Jo, doch, Dicker. Ja, komm. Guck mal, der Haken hier. Genau, ja. Genau wie ich dir gesagt habe. Hier in der Lippe von außen. So. Ja, stimmt. Hier, ja, raus damit. Ja, komm mal. So. Rudi, schau mich an. Ich wünsche mir was, Rudi. Ich wünsche mir, dass du dich nie wieder von mir erwischen lässt. Ja? Das wünsche ich mir. Und nun... Na komm. Ja, nun schon. Komm. Schwimmen. Ganz ruhig. Ja, okay. So, Rindvieh. Schwimmen. Was sollst du denn? Weiß ich auch nicht. Ach, diese Schwulen. Furchtbar. Ja. Der Kormoran. Hörspiel von Holger Böhme. Es spielten Lothar, Jörg Schüttauf, Torben, Matti Krause. Danke für die Einladung. Aber ich möchte mir echt keine Umstände machen. Papa, da, papp. Soll ich was tragen? Ja, nimm das Zelt, ich hab's im Ast. Ja, mach ich. So weit ist es nur schon gekommen. Der Faschist wird den Schwulen zum Buletten essen. Nein, warum ist Deutschland? Dramaturgie Thomas Fritz. Musik Tobias Morgenstern.
Ton Holger König,